Flo hat mich gerade angerufen. Weißt du was? Der Toni hat ein neues Restaurant eröffnet. Wirklich? Ja, auf Anhieb 5 Schneewesen. Stell dir das mal vor. 5 Schneewesen? Ja. Oh, Wahnsinn. Sag mal, was machen wir heute Abend? Oh, nichts, wollen wir ins Bellini. 20:30 sowas. Ja, ich organisiere alles. Ciao. Ciao. Ja? Wir sehen heute Abend Barbara und Konrad, 20:30 im Bellini. Oh, du, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Das interessiert mich nicht. Ist gut, Linda. Ja. Wir sind heute Abend mit Linda und Maximilian verabredet um 8:30 in Bellini. Das schaffe ich. Ich werde pünktlich sein. Gut. Bis heute Abend. Ciao. Ja? Hast du schon gehört? Wir werden zwangsverpflichtet. Ja, habe ich gehört. Ein Lokal mit positiver Aura und 5 Schneebesen. Bis heute Abend. Ich habe ein Termin mit dem König. Ach ja? Versprich mir, dass du mir nachher genau erzählst, was Stand der Dinge ist. Klar. In diesem Moment wurde mir klar, so zerrann mein Leben. Ich war 45. Ich fühlte mich zu alt für eine Karriere, zu jung für die Rente und zu müde für eine Affäre. Ich halte ihn einfach für den Richtigen. Seine Eloquenz und vor allem sein Selbstbewusstsein habe ich immer schon bewundert. Und eine Sorge müssen Sie nicht haben. Der Erfolg wird ihn nicht verderben. Er war schon immer arrogant und unerträglich. Okay. Ja, sicher. Wenn Sie nicht zur Verfügung stehen, ein brillanter Jurist ist allemal. Passen Sie auf, dass es Sie nicht eines Tages spüren lässt, dass ich ihn nicht als Ersten gefragt habe. Keine Sorge, aber vielen Dank. Also ich habe keine Lust mehr zu warten. Ich habe echt Hunger. Ich glaube, wir sollten ohne ihn bestellen. Im Moment arbeitet Max wie verrückt. Wo steckt er denn? Ich glaube, bei Dr. Krenz, wichtiger Anzeigenkunde. Eigentlich immer so saukalt bei dir. Weil ich dem Vermieter 2 Monatsmieten schulde. Das ist doch kein Grund, einfach die Heizung abzudrehen. Wieso? Immer noch besser, als wenn er mich vor die Tür setzt. Wie schmeckt's dir denn, mein Schatz? Alles gut, danke. Entschuldigt bitte. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich hatte noch einen Termin mit Dr. Emmerich. Außervertragliche Forderung. Der fand und fand kein Ende. Furchtbar. Naja, du kennst das ja. Und ihr? Ich hoffe, ihr habt euch nicht allzu sehr gelangweilt ohne mich. Blöd. Wie gedrückt. Was? Aber es ist nicht raus. Seine Insulinen gehen präsent, das sind Basel und Zügel. Der wurde mit Beifallsturm nur so überschüttet. Das könnte er bei uns auf dem Tennisplatz auch haben. Und? Partner, hab ich gehört. Was hat der König gesagt? Irgendwas Neues? Nur, dass du ein ausgezeichneter Jurist bist, mehr nicht. Konrad, ich habe ein gutes Gefühl. Wenn er mich fragt, werde ich den Job wohl übernehmen. Natürlich nur, wenn ich dir nicht in die Quere komme. Stell dir mal vor, wir beide. Wir könnten es einmal mal so richtig zeigen. Ja, sag mal. Ist das nicht dieser amerikanische Autor? Henry Oster, oder wie er heißt? By the way, wir werden beobachtet. Der Konrad, immer einen Schlag weg bei den Frauen. Ja, das ist mein Chefredakteur und der Verlagsjustiziar. Nebskatin. Das ist Hannah Donat. Arbeitet bei uns, vermischt es aus aller Welt, sehr nett, sehr begabt. Hat unglaubliche Kontakte zur Prominenz, kriegt jedes Interview. Ehrlich? Der hat sie aber sehr nett angelächelt. Das ist zwanghaft bei dem. Der lächelt jeder Frau sehr nett zu. No, no, not the womanizer. Die andere. Wirklich? Vermutlich spezialisiert auf Home Stories. Und was ist mit dir? Was soll ich dir sagen? Ich gehe wohl zu selten in die Kantine. Welche Kantine? Das Bistro beim Verlag. Wo die ganzen Verlagssklaven die Nächte verbringen und behaupten, sie würden arbeiten. Linda, bitte. Ich habe meine Frau kennengelernt. Geht mir nie aus dem Kopf. Alexandra heißt sie. Alexandra, die Männerabwehrende. Mein Freund Maximilian. Diese Probleme kannte ich seit seinem 12. Geburtstag. Noch bevor er in den Stimmbruch gekommen war. Immer die gleichen Geschichten. Meistens waren sie blond. Ich kannte sie alle. Gleich wird er sagen, mit ihr ist alles anders, auch der Sex. Mit ihr ist alles anders, auch der Sex. Weißt du, mein Leben ist so eingefahren. Mit ihr hätte ich endlich wieder eine Perspektive.
Weißt du, mein Leben ist so eingefahren. Zum ersten Mal denke ich ernsthaft darüber nach, ein neues Leben zu beginnen. Immerhin, das war neu. Wenn er abends nicht zum Essen kommt, dann weiß ich, entweder er hat eine Affäre oder er liegt tot auf der Straße. Früher habe ich gehofft, das ist die Straße. Inzwischen lasse ich ihn leben. Nicht, Schatz? Natürlich. Wer war diese Frau? Meine Kollegin, das habe ich dir schon gesagt. Besonders nett, offenbar. Was will sie von dir? Mit Sicherheit nichts. So wie du dich um mich gekümmert hast, soll ich hier auch alleine essen gehen können. Bin ich etwa zu spät gekommen? Kaum wäre da, war ich Luft. Warum hast du ihn nicht geheiratet? Das wäre bestimmt interessanter gewesen. Was wollte Maximilian eigentlich so Wichtiges von dir? Er ist sich nicht sicher, ob er die Verlagsleitung übernehmen soll. Ist dein Chef? Wenn du so willst. Das wäre auch was für dich gewesen. Nein, Barbara, nicht wirklich, das weißt du doch. Dein Sohn wäre stolz auf dich. Tommy? Tommy studiert jetzt in Paris. Lebt sein eigenes Leben. An dieser Stelle zitiere ich gerne unseren Kollegen Martin Ruf. Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Mitarbeiter. Er sagte, draußen bist du noch ein weißes, unbeschriebenes Blatt und drinnen bist du vielleicht schon vollgeschwert. Und genau das ist unser Problem zwischen drinnen und draußen. Hat was Sentimentales für einen Abschied, finden Sie nicht? Ich bin davon ausgegangen, dass Sie den Job übernehmen. Zu einer diffusen Gruppe wie Leute, die den gleichen Beruf haben, dann kursieren immer. Sie mögen Maximilian nur nicht. Nicht so sehr wie er sich selbst. Wollen wir uns setzen? Ja, aber nur, wenn ich über niemanden was Nettes sage. Und wann ist es vielleicht sogar unsere journalistische Pflicht, die Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, die vielleicht der eine oder der andere unter den Mantel der Verschwiegenheit begraben. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Mitarbeiter. Je klarer man sich ausdrückt, desto gefährlicher wird jedes einzelne Wort. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Ja, in Zusammenhang mit Ihnen. Soll ja Leute im Verlag geben, die sich vor Ihnen fürchten. Machen Sie sich keine Illusionen. Ich gehöre nicht dazu. Oh Gott, ja. Ich muss los, der Klatsch ruft mir. Pflicht. Mon Capitaine. Wie gefällt's dir? Da, in dem Wahnsinnskleid, siehst du sie? Das ist eine Männerabwehrende? Ich habe vorhin direkt hinter ihr gestanden, sie riecht gut. Hab ich ihr ausgesucht. Es ist nicht wunderbar, ein Mann zu sein. Frauen um uns, die nach unseren Fantasien duften. Ich habe nun die Ehre, Ihnen meinen Nachfolger vorstellen zu dürfen. Maximilian von Bangen. Ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft. Danke. Maximilian hat schon wieder eine Affäre. Was für eine Affäre? Sie soll sogar heute auf eurer Party gewesen sein. Das war ein Empfang für alle Kollegen zum Abschied vom König. Als würde dich sowas interessieren. Na klar, ist ja immer alles nur beruflich. War deine nette Kollegin auch wieder da? Ihr seid doch alle gleich. Was haben Maximilians Freundinnen, von denen du glaubst, dass es sie gibt, mit mir zu tun? Ab jetzt sind es die Freundinnen deines Chefs. Er wird dir schon zeigen, wie sowas geht. Was soll das? Du hast weiß Gott keinen Grund, Barbara. Ich war dir die ganzen Jahre treu. Das war mir einfach nicht wichtig. Und überhaupt, warum sind Frauen verletzt, wenn ihre Freundinnen betrogen werden? Okay, ihr Mann war ein sogenannter Revolutionär, aber jetzt ist er tot. Und sie ist nichts weiter als die Witwe eines Mannes, dessen Zeit lange vorbei ist. Solange ihr Mann lebte, musste sie schweigen. Nun habe ich sie endlich zum Reden gebracht. Sie war nämlich deutlich mehr als nur das Frauchen an seiner Seite. Sie kann reden, was und so viel sie will, aber nicht in unserem Heft. Jensen, passt es nur nicht, dass ich ein politisches Thema in meinem Ressort behandle. Noch nie ist so über den Alltag einer Revolutionärsehe geschrieben worden. Der Artikel ist zwar gewagt, aber er kommt auf den Punkt. Und wir brauchen einen emotionalen Aufhänger. Liebe und der Revolutionäre. Ist ein guter Teaser. Und seit wann mischen sich Klatschreporter in politische Themen ein? Politik ist auch nur eine Form von Entertainment. Allerdings mit geringerem Unterhaltungswert. Bedauerlicherweise, liebe Kollegen, haben wir nicht die Zeit, uns mit euren Profilneurosen auseinanderzusetzen. Und den Pulitzer hat auch noch keiner von euch gewonnen. Keiner der hier Anwesenden, um genau zu sein.
Robert, Wissenschaft. Ja. Konrad, wir müssen reden. Lass mich einmal raten, worüber. Es ist viel schlimmer, als du denkst. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Da sprichst du mit dem Richtigen. Ich so als Experte in Liebesdingen. Warte ab. Du warst schon immer ein Spätentwickler. Früher oder später wird es dich auch erwischen. Wir sehen uns am Wasser. Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Spätentwickler? Schlagen Tempo wie zwei Galeerensträflinge. Ist die Braut zu jung, dass sie über Nacht in Topform kommen muss, oder was? Ich hasse Männer mit Bäuchen. Na ja, seit wann denn das? Was gerade eben. Sei froh, dass du keinen Spiegel zu Hause hast. Wo soll ich denn bitte noch abnehmen, hm? Du sollst ja heute wieder einen deiner bemerkenswerten Auftritte in der Redaktionssitzung gehabt haben. Das ist doch Unsinn, du kennst mich doch. Ja. Ich soll sogar Widerworte gegeben haben. Was hat er? Die hat Witz. Und Charakter. Endlich mal eine Frau, die kein Blatt vor dem Mund nimmt. Die intelligenteste Redakteurin, die wir haben. Dir ist aber hoffentlich auch schon mal aufgefallen, dass sie eine Frau ist. Ich denke, wir reden hier heute über deine neue große Liebe. Ach so, wir reden hier von Liebe. Jetzt tust du wieder so, als wäre alles ganz normal. Wie kannst du dir das bieten lassen? Wahrscheinlich habe ich mich schon dran gewöhnt. Außerdem habe ich mich mit meinem Anwalt beraten. Eine Scheidung kann er sich gar nicht leisten. Und das ist alles? Bei Maximilian dauert sowas höchstens 2 Wochen. Und solange gehst du einkaufen und dekorierst die Wohnung um, flirtest mit dem Tennislehrer und versuchst dir das alles auch noch schön zu reden. Was ist mit deiner Würde? Ich könnte ja besagte 2 Wochen auch mal in Urlaub fahren. Ich habe davon einem Luxusschuppen auf Gran Canaria gehört. Willst du nicht mitkommen? Dazu hätte ich im Moment nicht die Ruhe. Aha. Wolken am Horizont der perfekten Ehe? Nein. Aua. Es ist nur, kann man das irgendwie verändert, so ungehalten. Aber vielleicht ist es ja nur die Arbeit, Tommy sagt das auch. Wie geht's denn eurem Herzchen in der Stadt der Liebe? Er bereitet sich auf sein erstes Examen vor. Der Vorzeigestudent. I walk across a river without any car. Do it for you, baby. Alexandra, hab ich einfach Spaß. Wir lachen viel zusammen. Das ist wie eine Verjüngungskur. Ja, womöglich haben ja Ehefrauen ein spezielles Gen für Spaß, die sie uns verderben können. Aber auch früher anders. Nicht so bodenständig. Und dann dieser Pflanzenfimmel. Na gut, das ist ja nur eine klassische Ersatzbefriedigung. Genau wie Rudern. Einen Grund, in Form zu bleiben, kennst du ja. Ich würde dich gerne mal ein Stück mitnehmen, aber mach mal einen kleinen Umweg, du verstehst. Ich lauf gerne noch ein Stück. Du läufst gern? Seit wann das denn? Du hast mich angestellt mit deinem Fitnesswahn. Du könntest mir ja einen Job besorgen. Was? Du könntest mir ja einen Job besorgen. Bei dir im Verlag. Dann könnte ich dich auch viel öfter sehen. Wie stellst du dir das vor? Das geht nicht so einfach. Wieso? Ich dachte, du bist doch der Chef. Ja, sicher. Das besprechen wir dann mal ganz in Ruhe, ja? Wenn ich Sie störe, legen Sie bitte gleich wieder auf. Es ist, glaube ich, schon ziemlich spät. Ich wollte Ihnen auch nur sagen, dass ich Ihren Auftritt in der Redaktionssitzung sehr beeindruckend fand. Mhm. Ihren Artikel nehmen wir natürlich rein. Ich dachte nur, ob man vielleicht noch über das ein oder andere Detail noch mal sprechen könnte. Oder wann? Vielleicht jetzt. Ich schneide ein bisschen. Und am liebsten würde ich Sie fragen, ob Sie vielleicht Lust hätten, mit mir spazieren zu gehen. Wo ich bin? Ich war gerade zufällig in der Gegend und stehe jetzt
direkt vor ihrem Haus. Sie erinnern sich? Wir wollten das ein oder andere Detail besprechen. Genau. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, womit ich jetzt anfangen soll. Gib mal ein Stück, oder? Gern. Seit 4 Jahren arbeiten wir jetzt schon zusammen. Warum ist Ihnen eigentlich nicht schon früher aufgefallen, dass ich mich als Begleiterin für nächtliche Spaziergänge eigne? 4 Jahre schon. Ist aber lange. Warum haben Sie eigentlich damals bei uns angefangen? Oh, ich wollte sonst keiner. Warum nicht schon früher? Gute Frage. Vielleicht, weil es noch nicht so schön geschneit hat wie heute Abend. Keine Ahnung. Vielleicht ist Ihnen die Geschichte mit dem ein oder anderen Detail nicht schon früher eingefallen. Der war wohl nicht so gut, ich weiß. Nein, wirklich kein Trick. Ich bewundere Ihre Haltung, Ihre Nase für Themen. Die Klarheit, mit der Sie Ihren Standpunkt vertreten, das gibt es nicht so oft. Die meisten Menschen glauben doch, dass sich das Leben vereinfacht, wenn man sich anpasst, insbesondere in Bezug auf die eigene Meinung. Das ist so selten, dass man mal jemanden trifft, der ein bisschen Zivilcourage hat, ein bisschen Rückgrat und einmal für das einsteht, was er denkt. Und, langweilig Sie? Das müssen Sie sagen, wenn ich Sie langweile. So, mitten in der Nacht. Es gibt eine Sache, ist ein bisschen heikel. Ich möchte Alexandra gerne im Verlag unterbringen. Erstens, weil sie wahnsinnig tüchtig ist. Und zweitens, weil dann alles nicht mehr so kompliziert wäre. Ich meine, wir können uns dann ganz selbstverständlich sehen. Es wäre allerdings gut, wenn es sozusagen deine Idee sein könnte, verstehst du? Meine Idee? Ja. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Ich habe einmal an ihr gerochen. Als was soll ich sie bitte einstellen? Was ist sie überhaupt? Journalistin? Sekretärin? Fotografin? Nicht direkt. Sie ist sozusagen kurz vor dem Abitur entdeckt worden. Entdeckt? Als was denn bitte? Sie war sogar schon auf dem Titelblatt. Woher willst du wissen, dass es in 2 Wochen nicht schon wieder vorbei ist? Weißt du eigentlich, wie verdammt einsam man sich fühlt, wenn man ganz da oben ist? So, was redest du heute für einen Stuss? An was für eine Art von Job hast du denn gedacht? Ich kann ja mal drüber nachdenken. Das werde ich dir nie vergessen. Conny. Was ist das umgehen, mein Kollege? Ab dem soll ich mich berufsverbunden teilen. War schwierig. Der berühmte Hannah Donat. Wohin ich komme, ist man voller Bewunderung. Nicht nur wegen ihrer Arbeit. Vielen Dank. Ein Star unter den Stars sozusagen. Danke sehr. Sie ist mir ein bisschen wie auf dem Präsentierteller, finden Sie nicht? Ja, wieso? Haben wir denn was zu verbergen? Aber vielleicht können wir auch einen Kaffee im Büro trinken. Wir könnten ja auch noch das ein oder andere Detail besprechen. Zum Beispiel. Ich hole mir schnell die Mäntel. Ja. Sie tun ihm gut. Er muss einfach mal raus, was anderes sehen. Nehmen Sie ihn ruhig ein bisschen an Ihre Hand. Er war schon immer neugierig auf Ihre wunderbare Welt. Sie meinen meine Arbeit? Ja. Er ist wirklich ein sehr kompetenter, interessierter Chefredakteur. Darf ich? Danke. Bitte. Sieht nicht mal schlecht aus. Hast du was mit ihr? Wie kommst du denn darauf? Das ist einfach eine nette Kollegin, mehr nicht. Alexandra hat mir ein Ultimatum gestellt. Und jetzt? Scheiße. Das mit dieser Alexandra scheint ja was Ernstes zu sein. Was halten Sie denn von ihr? Der Pullover sitzt jedenfalls enger an ihr, als er vorher an der Ziege gesessen hat. Ja, Sie werden überrascht, wie teuer es ist, so billig auszusehen. Wann sehe ich Sie denn wieder? Ich meine, privat. Auf Spaziergang passt. Wir brennen durch?
Was? Jetzt, auf der Stelle. Wohin? Was weiß ich. Venedig. Tauben vergiften am Markusplatz. Dann? Haben Sie denn gar keine Fantasie? Das sind Teenager-Träume. Aber sehr verlockende. Geben Sie das wenigstens zu? Unanständig verlockend. Hast du Maximilian denn verändert? Versucht vielleicht. Aber erreicht? Naja, egal. Ich will nachher noch shoppen gehen. Hast du Lust mitzukommen? Wolltest du denn, dass er wieder so ist wie am Anfang eurer Ehe? Ehe vielleicht nicht. Aber wie am Anfang unserer Beziehung schon. Eine wilde Zeit war das. Also bei uns hat sich da nicht so viel verändert. Weder im Negativen noch im Positiven. Du weißt ja. Hey, du bist am Nagel. Ich fürchte, mein Problem sitzt etwas tiefer. Ja, auf Sie. Oh Gott. Haben Sie einen Umschlag? Gerne. Danke sehr. Wenn der Herr von 527 kommt, geben Sie mir das bitte. Danke. Gute Nacht. Vergessen, dass der Fotograf. Hey, das ist noch gar nicht fertig. Das ist hervorragend. Gefällt mir sehr. Du schreibst wirklich witzig. So was erscheint regelmäßig in dem Heft, der Chefredakteur. Lesen Sie das sonst nicht? Ich muss gestehen, dass ich deinem Ressort vermutlich bislang zu wenig Beachtung geschenkt habe. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es auf Gegenseitigkeit beruhen könnte. Och. Du willst doch jetzt nur hören, wie toll du bist. Genau. Weißt du was? Eigentlich mag ich dich gar nicht. Dein Lachen. Dein Lachen mag ich ein bisschen. Bei Ihnen. Das ist aber eine Theaterpremiere, nur das sind. Eine wunderschöne rote Jacke an. So eine Jacke, du weißt schon. Es ist genau 3 Jahre, 7 Monate und 4 Tage her. Diese Jacke war ein Kleid. So? Ich dachte schon, du würdest nie anrufen. Ich habe immer versucht, Gefühle von mir fernzuhalten. Das war so meine Idealvorstellung von mir. Wie? Ohne Glück? Ohne Sehnsucht? Ohne Freude?
eher ohne Drama, ohne Schmerz. Also Freude war schon ab und zu erlaubt, sowas nicht. Ganz schön ausschweifend. Hat auch lange gehalten. Bis zum Spitzigen im Schnee. Ach, Konrad. Ich will nicht zurück. Juanita. Danke. Keine zu Hause? Hallo. Na, Schatz. Na, wie war's? Wie soll was gewesen sein? Na, der Flug. Der Flug war gut. Das war's gleich. Muss einfach noch ins Büro. Denk dran, heute Abend ist Konzert. Entschuldigung, das habe ich total vergessen. Ja, du scheinst in letzter Zeit ja einiges zu vergessen. Maximilian hat dich heute Morgen gesucht. Der wusste nicht mal, dass du auf Dienstreise bist. Aber das ist doch eher vergesslich, nicht ich. Ich habe schon gestern versucht, dich zu erreichen, aber nicht mal Barbara wusste, wo du dich rumtreibst. Gut, was ich fragen wollte, wie steht die Sache mit Alexandra? Ehrlich gesagt ist mir das Ganze unangenehm. Ich habe mir ihre Unterlagen genau angesehen und beim besten Willen, ich weiß nicht jetzt, was ich dir anstellen soll. Wie willst du das denn begründen? Ich habe mich da raus. Aber bitte tu jetzt nicht so, als wärst du hier von Talenten und Genies umgeben. Gib ihr wenigstens eine Chance. Konrad. Du solltest noch am besten wissen, wie angenehm es ist, wenn sich Berufliches mit Privatem verbinden lässt. Ich habe dir immer alles anvertraut. Auch wenn es mich Überwindung gekostet hat. Und schließlich bist du mein Freund, der Einzige, den ich habe. Jetzt sagt er gleich, wir sind doch wie Brüder. Wir sind doch wie Brüder. Fast wie Zwillinge sogar. Und nun muss ich erfahren, dass du offenbar seit einiger Zeit etwas mit dieser Hannah Donat hast. Wenn das stimmt, fühle ich mich als Freund betrogen. Da ist nichts. Gar nichts. Sie ist zugegebenermaßen eine ungewöhnlich sympathische Kollegin. Und was Berlin betrifft, wir haben uns ja zufällig getroffen. Wir waren nicht mal verabredet. Sie hat irgendeinen Schauspieler interviewt und wir haben abends gegessen. Das war alles. Naja. Vielleicht ist es ja gut, wenn du auch mal solche Erfahrungen hast. Meine Situation ist jedenfalls mehr als schwierig. Ich muss verdammt aufpassen. Deshalb solltest du dich vordringlich um die Angelegenheit mit Alexandra kümmern. Nicht, dass sich unsere Frauen sonst noch zu sehr mit uns beschäftigen. Lass bitte Barbara aus dem Spiel, ja? Bin sicher, du findest deinen Weg. Ich habe übrigens Barbara gefragt, ob sie auch zu dem Filmball kommt. Ja, jetzt guck doch nicht so entsetzt. Linda hat drauf bestanden. Schwere Zeiten, was? Wenigstens hat Alexandra ihr Ultimatum verlängert. Ich gratuliere. Ausgerechnet Max, der hinter jedem Rock hier rennt. Warum sagst du nicht einfach, was los ist? Weißt du auch über ihn Bescheid? Weil ich ihn kenne. Irgendwann wird das benutzen, zwar gegen uns. Was nennst du, Freundschaft? Toller Freund. Aber was geht's Ihnen an? Solange wir es nicht im Verlag auf den Schreibtischen tun und die Kunden vertreiben? Das würde vielleicht das Anzeigengeschäft etwas beleben. Ich weiß nicht, warum ich das nicht sagen kann. Vielleicht einfach, weil ich nie ein Geheimnis hatte. Jetzt müssen wir erstmal den morgigen Abend durchstehen. Max hat meine Frau eingeladen, als wir in Berlin waren. Ich konnte es nicht verhindern. Schön. Da freue ich mich, Sie kennenzulernen. Überraschung! Wie bist du denn hier reingekommen? Ich habe einfach gewartet, bis deine Vorzimmerdame mal aufs Klo. Ach, du weißt schon. Schön, dass du da bist. Du kannst doch nicht einfach hier reinspazieren. Ich wollte mir mal meinen neuen Arbeitsplatz angucken. Ach komm, komm, Alexandra, bitte. Du hast es mir versprochen. Hab einfach ein klein wenig Geduld, ja? Klar, Chef. Freust du dich auf morgen? Ich war noch nie auf einem Ball. Und dein neues Kleid ist ein Traum. Ach, Linda wird übrigens auch da sein. Ich meine, ich kann sie ja nicht einfach ausladen. Verstehst du das? Aber das ist doch gar kein Problem.
Ist doch prima, dass sie sich noch ein bisschen amüsiert, bevor du dich scheiden lässt. Ich kann das nicht überstürzen. Genieße es einfach, dabei zu sein. Versprich mir, dass du dich zurückhältst. Alexandra, versprich mir das. Was gibt's denn? Guten Abend. Hallo. Hallo. Dann gehört er gerade schon wieder. Er versucht wahrscheinlich gerade verzweifelt, eine Blondine von sich loszureißen. Immer diese Verleumdung. Ach, bist ja doch gekommen. Natürlich. Ich will mal was zum Trinken. Wein? Nee, Shampoos. Wenn schon, denn schon. Mindestens. Warte, Konrad, ich komm mit. Ach, hallo, Barbara. Komm an. Meinst du, du kannst dich gleich ein bisschen um Alexandra kümmern? Sie ist alleine und kennt doch auf solchen Festen niemand. Vom Verlag machen alle einen großen Bogen um sie. Aber warum? Wegen dir natürlich. Mittlerweile weiß jeder, dass sie zwei Leute sind. Weißt du, wie die alle sind? Kleine, unappetitliche Neider. Überleg dir genau, ob du sie einschließt oder nicht. Komm, lass uns morgen darüber reden. Zum Glück habe ich ja nichts damit zu tun. Oh, ich muss Tietze begrüßen. Wo holst du die Drinks? Fähigkeiten haben? Ich meine, nur für den Chef. Man kann ja auch von einer Überdosis Kaffee einen Herzinfarkt bekommen. Ach du. Sie ist übrigens hier. Ach. Hast du sie gesehen? In einem wirklich heißen Fummel. Wer dafür wohl bezahlt hat. Guten Abend. Bist du soweit? Sie wollen doch noch nicht nach Hause. Meine Arbeit fängt jetzt erst an. Der Event ist eine Sache. Aber ich muss leider noch darüber schreiben. Sie sind wohl auf der Flucht vor mir. Doch kommen Sie. Sie haben noch nie ein Gläschen mit mir getrunken. Überredet. Ich hole den Mantel später. Danke. Bye. Ich habe schon öfter mal daran gedacht, Sie einfach anzurufen, wenn ich mal wieder etwas gelesen habe, was so wunderbar auf den Punkt war. Das freut mich. Nein, nein, wirklich. Sie haben unserem Blatt ein ganz eigenes Profil gegeben mit Ihren Interviews. Und wie Sie an die großen Stars rankommen, also Kompliment. Gibt's da ein Geheimnis? Ja, ich mag einfach Künstler. Egal, was in ihrem Leben gerade passiert, sie müssen uns an die großen Gefühle glauben lassen. An Liebe, Glück, Eifersucht, Wut. Davor habe ich hohen Respekt. Ich bewundere schon die ganze Zeit Ihren Ring. Das ist wunderschön. Genau die Farbe Ihrer Augen. Ich muss mich jetzt endgültig verabschieden. Darf ich Hannah zu Ihnen sagen? Wunderschöner Name. Die Begnadete oder auch die Anmutige. Und wissen Sie was? Beides trifft zu. Ich muss jetzt wirklich gehen. Eben gegangen. Seine Frau wollte ins Bett. Na, was feiert ihr denn, Schatz? Zur Rede gestellt. Er hat nicht mal geleugnet. Ach, ey. Er hat sie sogar in den Verlag gerückt. Stell dir das mal vor. Ohne Hemmungen. Ich fass es nicht. Dieser verdammte Mistkerl. Was willst du jetzt machen? Nur jetzt habe ich mir erstmal die Haare rot gefärbt. Ich meine, kein Mann wird es dir danken, wenn du seinetwegen graue Haare bekommst. Und Maximilian wollte schon immer mal eine Beziehung zu einer Rothaarigen haben. Findest du nicht, es reicht. Wie lange willst du es diesem Schwein noch recht machen? Das hat ja schon was von Selbstverstümmelung. Lass dich nicht so klein machen. Wollen wir zusammen einen Prosecco trinken? Was heißt hier Prosecco? Das hier, das ist ein Erwachsenenproblem. Na,
Du wolltest mit mir über Alexandra sprechen. Tja, was soll ich dir sagen? Du hattest natürlich vollkommen recht. Du kannst das nicht machen. Jensen hat das bereits erledigt. Ist doch eine tolle Lösung, oder? Soviel ich weiß, fängt sie heute schon an. Was war's, wenn ich fragen darf? Am besten passt sie wahrscheinlich zu Vermischtes aus aller Welt. Das können doch Hannah Donat nicht zumuten. Zumuten? Ich denke, du hast nichts mit ihr. Also. Seitdem du eine Etage nach oben gestolpert bist, benimmst du dich, als könntest du dir alles erlauben. Schaffe eine wöchentliche Kolumne zu gewinnen. Entschuldigung. Neueste Nachrichten aus der Hauptstadt. Also ich glaube, das könnte sehr schön werden. Aber der ist Kabarettist. Ja, eben. Das ist dann auch mal wieder was zum Lachen. Lachen war bisher nicht unbedingt das zentrale Anliegen unseres Blattes. Politik ist eine ernsthafte Angelegenheit. Für intelligente Leser. Auch Ernsthaftes verträgt zuweilen eine unterhaltsame Verpackung. Unsere Leserschaft. Unsere Leser haben sich in den letzten 3 Jahren deutlich verändert. Trotz insgesamt spürbar rückläufigen Verkaufszahlen unserer Branche ist unsere Auflage um 14% gestiegen. Interessanterweise sind es nämlich die Frauen zwischen 30 und 50, die erheblich dazu beigetragen haben. Und damit haben wir jetzt 45%. Ja, 45% weibliche Leser. Davon lesen und kaufen unser Blatt immerhin 80% wegen Vermischtes aus aller Welt. Das heißt, dass wir mit unserer Themen. Frau Donat versucht offenbar, ihre eigenen Anliegen mit banal interpretierten Statistiken schön zu reden. Also, entschuldigen mal, diese Statistiken sind vom führenden Meinungs... Zwei Dinge machen die Qualität und den Erfolg unseres Blattes aus. Dass wir uns sorgfältig eine Meinung bilden und sie dann engagiert vertreten. Bequem oder unbequem, ernsthaft oder unterhaltsam. Trotzdem können wir alle von unserem Kollegen Jensen lernen. Zum Beispiel, wie man die Gunst der Stunde nutzt und sich die attraktivsten Nachwuchskolleginnen angelt. Ihr alle kennt bereits Alexandra Gabriel. Sie wird in Zukunft Hannah Donat im Bereich Kultur unterstützen. Wir wünschen Ihnen und uns mit Ihnen viel Erfolg. Alles andere besprechen wir morgen. Vielen Dank. Bist du wahnsinnig? Was soll das? Wie Kollege Jensen schon sagte, Politik ist eine ernste Angelegenheit und manchmal eben ungerecht. Du bist der Chefredakteur. Maximilian ist mein Chef, er ist der Verleger. Was soll ich denn machen? Ich denke, er ist dein Freund. Und deshalb hast du mit ihm herumkokettiert, oder was? Ach, du Idiot. Er hat mich angemacht. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich aus der Sache rauskomme, ohne dass es peinlich wird. Komm schon, du weißt genau, dass ich ihn nicht ausstehen kann. Nein, das weiß ich nicht. Was machen wir jetzt? Soll ich will mal sagen, es steht dir? Rein äußerlich ist sie eine von seinen üblichen Blondinen. Aber nie hat er eine gleich angestellt. Das wüsste ich. Sie war gestern Abend übrigens auch da. Habe ich sie gesehen? Keine Ahnung. Ich habe deine Flasche Champagner aufgemacht und gesagt, komm, lass uns anstoßen auf das Ende unserer Ehe. Champagner? Wieso denn Champagner? Maximilian hat mir noch was anderes erzählt. Er hat gesagt, er wäre, weiß Gott, nicht der Einzige, dem sowas passiert. Und dass selbst sein bester Freund Konrad seit längerem ein Verhältnis hätte. Der Kollege Jensen hat da eine hervorragende Idee. Wir sollten mal darüber sprechen, was du davon hältst. Bitte. Ja, wie schon auf der Redaktionssitzung besprochen. Die neuesten Umfragen haben gezeigt, dass die Leser Informationen zunehmend dann annehmen, wenn sie unterhaltsam verpackt sind. Infotainment, das ist das, was wir hier bei uns unbedingt leisten müssen. Quasi eine Verschmelzung von Politik, Tagesgeschehen und Unterhaltung. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht, Herr Jensen. Woher die plötzliche Wende? Bis eben gerade noch hielten Sie Unterhaltung für geradezu unanständig. Konrad, ich habe beschlossen, dass die beiden Abteilungen Politik und Vermischtes ab sofort eng zusammenarbeiten werden. Eine neue Mitarbeiterin gibt es ja, wie mir Jensen berichtete, auch schon. Alexandra Gabriel kann vielleicht die Informationen aus beiden Bereichen koordinieren und Jensen kontrolliert das Ganze. Also bei allem Respekt, Max, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du weißt ganz genau, dass Hannah Donat sich seit Monaten für diese Marschroute einsetzt. Das war von Anfang an ihre Idee. Entschuldige Sie, Konrad. Ihr Sohn hat schon ein paar Mal angerufen. Es klang dringend.
Sagen Sie mich, rufen gleich zurück. Vielen Dank. Gut, gut, das wär's dann von meiner Seite. Danke. Das kannst du Hannah Dohna nicht antun. Hinzu kommt, dass ich das Gefühl habe, dass hier Berufliches und Privates vermischt wird, und zwar auf übelste Art und Weise. An der Stelle würde ich den Nummer nicht zu voll nehmen. Einer muss nun mal die Entscheidung treffen. In unserem Fall bin ich das. Daran solltest du dich gewöhnen, ob sie nun passt oder nicht. Ich erkenne dich nicht wieder, Max. Im Übrigen gehen die Meinungen über Frau Donalds Qualitäten weit auseinander. Trotzdem danke für deine Einschätzung. Es ist viel schlimmer. Zum ersten Mal weiß ich, mit wem ich es zu tun habe. Bring Ordnung in dein Leben, Konrad. Dann geht's dir auch wieder besser. Wie kannst du mir das antun? Alles habe ich für dich aufgegeben. Mein Studium, den Gedanken an einen Beruf. Alles nur deinetwegen. Das weiß ich, Barbara. Aber ich habe dich nie darum gebeten. Und wir waren sowas von jung damals, ich... Tommy kommt morgen früh mit der ersten Maschine. Du hast ihn auch gleich angerufen. Das ist einer, der mein Vertrauen nie missbrauchen wird. Wir hatten eine Vorstellung vom Leben. Wann immer du mich gebraucht hast, war ich für dich da. Aber ich von dir nicht gerade sagen kann. Ich dachte, du wolltest eine Frau und kein Flittchen. Anna ist kein Flittchen. Und ich bin kein Verbrecher, nur weil ich mich verliebt habe. Ich wollte nie wehtun, Barbara. Und das Letzte, was ich wollte, ist, dass du es so erfährst. Ja, großartig. Wie denn dann? So wie ich dich kenne, hättest du dich am liebsten aus dem Staub gemacht. So seid ihr doch, oder? So bin ich nicht, das weißt du ganz genau. Ich habe mich so lange dagegen gewehrt. Dann pack deine verdammten Sachen und geh zu ihr. Und alle wissen Bescheid. Deine ganzen Scheißkollegen, die ganze Stadt lacht über mich! Barbara, jetzt wart doch mal. Und rühr mich nie wieder an. Ich überlege ganz oft, ob ich hinschmeißen soll. Moment mal. Sind wir verrückt geworden? Wir haben Tinte im Blut. Und sowas lassen wir uns doch nicht unterkriegen, oder? Denk du lieber mal über dein Verhältnis zu deinem sogenannten Freund nach. Der benutzt dich. Ich weiß. Du garantierst ihm seine Erfolge. Du trägst ihm seine Freundin hinterher. Und obendrein verrät er dich auch noch bei deiner Frau. Und da lässt du zu, dass er die Tatsache, dass es mich in deinem Leben gibt, auch noch schonungslos gegen uns ausnutzt. Du hast recht. Ich muss es mit ihm regeln. Ruf ihn an. Das habe ich versucht, er lässt sich verleugnen. Blaue ihm auf. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut, aber es ist nun mal passiert. Ich habe mich verliebt. Ich dachte immer, meine Eltern... Es war doch keine Absicht, Tommy. Und es ist doch heutzutage auch kein Weltuntergang mehr. Ich meine, man heiratet, man lässt sich scheiden. Du wirst dich scheiden lassen, ja? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, was ich will. Und Mama? Die bringt dich um, wenn sie dich so sieht. Das kannst du ja gleich erledigen. Ich habe im Studium aufgehört. Wie bitte? Ich arbeite als Botenjunge bei einer Tageszeitung. Ich spiele als Drummer in einer Psycho-Beat-Band und ich bin einer schwulen Sekte beigetreten. Okay, das mit der schwulen Sekte stimmt nicht. Der Rest schon. Habe ich dir eigentlich jemals gesagt, dass wir dich damals adoptiert haben? Von dieser rumänischen Zigeunerfamilie.
Die sagt immer, wenn es Schwierigkeiten gibt, können wir dich jederzeit zurückgeben. Sag mal, das mit der Tageszeitung, ist das Zufall oder bist du jetzt auch? Naja, irgendwas muss ich ja von dir geerbt haben. Ich will schreiben, Papa. Das habe ich wohl von den Zigeunern. Nur von Mama. Es tut mir so verdammt leid, Tommy. Ist schon okay. Mama bringt mich ja sowieso um, wenn sie mich so sieht. Sorry, ich bin total kurzsichtig. Und außerdem ist es das erste Aktendings, das ich trage. Und dann gleich die Treppen hoch. Ich bewundere Sie. Sie sind so klug und selbstsicher und immer witzig. Stimmt. Ich kann eigentlich gar nichts. Ich war früher mal Kindermädchen bei einer reichen Familie. Von den Kindern habe ich viel gelernt. Vorher konnte ich kaum mit Messer und Gabel essen. Die hatten da ganz viele Bücher. Ich habe fast alles gelesen. Denkst du denn, das hier wird dir Spaß machen? Keine Ahnung. Ich nutze einfach das einzige Sonderangebot meines Lebens. Eigentlich wollte ich dich auflaufen lassen. Aber ich glaube, es wäre schade um dich. Komm. Was für eine Überraschung! Warum hast du das gemacht? Was denn los? Du Scheißkerl, du verdammter Verräter. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Was hast du Barbara erzählt? Ach, ich sehe hinter dein kleines Geheimnis gekommen. Linda, was hast du dir gesagt? Ich bin nun mal nicht der Einzige, der sich noch mal verliebt hat. Selbst du, mein großes Vorbild in puncto Treue. Weißt du überhaupt, was du da angerichtet hast? Hm? Du hast alles kaputt gemacht, du hundsgemeines Arschloch! Mein Zahn ausgeschlagen. Weißt du, was mich dieses Implantat gekostet hat? Dafür kriegst du einen Kleinwagen. Ich sollte auch gleich noch das Nasenbein und den Unterkiefer brechen. Ist ja gut. Das mit Linda war nicht ganz fair. Aber sie hat es mir einfach auf den Kopf zugesagt. Das war eine Scheißsituation. Das ist mich auch eine deiner Profilneurosen-Selbstbestätigung. Scheiße, damit habe ich nichts zu tun. Ach, so siehst du mich also. Genau so sehe ich dich. Jetzt wenigstens Barbara in Ruhe lassen können. Und es ging auch nicht gegen dich. Du weißt, dass du dich immer auf mich verlassen kannst. Mensch, Konrad. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ich war jedenfalls immer froh, dass es dich gibt. Du verstehst nichts von Frauen. Von Freundschaft noch viel weniger. Soll ich mit Barbara reden? Halt dich einfach raus aus meinem Leben. Ist das okay? Von mir aus kannst du deinen Schreibtisch auch in einen Basar verwandeln. Hauptsache, du arbeitest gut. Jetzt? Jetzt machen wir Infotainment. Ist ja toll. Das kommt ganz drauf an, was uns dazu einfällt. Also, das Thema ist Frauen in der Politik. Hier. Was auch immer du findest. Konstruktiv, anspruchsvoll, unterhaltsam. Alles ist gut. Du siehst so traurig aus. Meinetwegen? Ach nee, ist sehr privat. Verstehe. Weißt du, was toll ist an Frauen? Dass wir die Liebe lieben. Unter allen Umständen. Selbst wenn wir weinend am Fenster stehen und durch einen Tränenschleier in die Ferne schauen. Hab ich was Falsches gesagt? Nee. Ich bin nur gerade die am Fenster steht, wenn die Ferne schaut.
Ich habe mich geprügelt. Ja, Aussprache mit Ehefrau, Aussprache mit Sohn, Aussprache mit Freund. Konrad, wir beide müssen auch reden. Ich weiß. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist alles ein bisschen viel auf einmal im Moment, verstehst du? Du musst dein Leben in Ordnung bringen. Das hat Maximilian auch schon gesagt. Weißt du was? Komm wieder, wenn du weißt, was du wirklich willst. Schmeißt mich jetzt raus, oder was? Und holt mir gerade was aus der Apotheke. Du hattest übrigens recht. Sicher. Na, deine kommt wenigstens immer zurück. Soweit hast du gut trainiert. Ich meine damit, was du gesagt hast. Würde. Darum geht es. Auf mich solltest du besser nicht hören. Wenn es noch irgendeine Chance gibt, dann solltest du kämpfen. Wenn keine emotionale Bindung mehr da ist, dann gehe ich doch lieber Tennis spielen oder zum Friseur. Ach, jetzt reiß dich zusammen. Herrgott, noch mal! Mach ihn mit deinem Selbstbewusstsein fertig. Das kann ich nicht. Hey, natürlich. Ich mache ihn mit meinem Selbstbewusstsein fertig. Ich fliege jetzt erstmal nach Gran Canaria. In dieses traumhaft schöne Luxushotel. Mit den traumhaft schönen Tennislehrern. Und ihr das Feld überlassen? Sie interessiert mich überhaupt nicht. Es geht um mich, ich will leben. Und außerdem, das Schlimmste für Männer ist doch, verlassen zu werden. Machst du bitte mal auf, mir schwitzt der Kopf. Tante Linda. Himmel, hilf. Soll ich den Kerl erschießen? Zu erreichen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wo warst du denn? Wir sind spät, oder? Wir waren aus. Du siehst so anders aus. Und seit wann rauchst du? Ja, in meinem Leben ist das Entscheidendes passiert. Nicht bedeutend, aber entscheidend. Ja, es tut mir leid. Hast du gehört? Es tut mir leid. Was muss ich tun, damit du wieder mit mir sprichst? Mach einfach einen Termin mit meinem Büro. Hör zu. Wir sind Freunde. Wir haben Mist gebaut. Okay, ich habe Mist gebaut, aber wir sind immer noch Freunde. Ich muss mit dir reden. Es gibt ein Problem. Linda dreht völlig durch. Sie will weg. Die totale Überreaktion. Das kann sie doch nicht machen, einfach so. Wie soll es denn dann weitergehen? Wir können noch rudern gehen morgen. Ich hol dich ab. Und du willst ein Freund sein.
Konrad. Entschuldigung. Guten Morgen. Glückwunsch. Gut gewordene Geschichte über Vision, deutsche Politikerin. Können wir einen Titel ausmachen? Die Idee ist dann Banalität ja wohl kaum zu überbieten. Die wenigsten Menschen sind es wert, dass man ihnen widerspricht. Du gehörst nicht dazu. Ich dachte, Sie sind unser Vorreiter für den neuen Weg. Neuerdings der Auffassung, banal sei modern. Bitte nicht stören lassen, aber ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass Nigel Kennedy für einen Tag in der Stadt ist. Vielleicht kriegen wir ihn ja exklusiv. Ist das nicht dieser Punkgeiger? Ja. Hanna? Wir werden gebraucht. Können wir uns heute Abend sehen in Bellini? Bitte, ich muss mit dir reden. Entschuldigung, Nigel ruft. Nigel Kennedy. Ist das wieder die Präsidentenzüge? Sind Sie angemeldet? Shh. Wir kennen den Weg. Und 7 Tomatensaft aufs Zimmer. Und haben Sie Roger Rabbit auf Video? Das ist nämlich sein Lieblingsfilm. Man kann es auch übertragen. Aber Hannah und Alexandra, die haben Ahnung davon. Da wird sich Jensen aber freuen. Wenn er der so stark auf Infotainment setzt, der passt nicht mehr zu uns. Ich werde mal drüber nachdenken. Gut, dass es dich gibt. Viel Glück mit Linda. Schlüssel. Darum bin ich hier. Ich wollte ihn dir zurückgeben. Was soll das? Außerdem wollte ich dir gratulieren. Du machst einen guten Job. Danke. Du hast mir die Chance gegeben. Und außerdem habe ich eine tolle Kollegin. Alexandra, ich... Ach, was? Die gute Nachricht zuerst. Konrad wird morgen mit euch sprechen. Wir haben beschlossen, eine neue Zeitschrift rauszubringen. Nur Glamour und bunte Nachrichten aus der ganzen Welt. Hannah Donat und du, ihr sollt sie leiten. Blitzkarriere. Das wollte ich dir nur persönlich sagen. Es ist plötzlich so schön warm hier. Ja. Persönlich sagen? Ich werde leider nicht dabei sein können. Ich verreise nämlich. Und das ist die schlechte Nachricht. Alexandra ist... Es gibt eine andere Frau und ich liebe sie sehr. Das mit uns, bitte versteh mich nicht falsch. Ich hab dich wirklich sehr gerne, aber der Punkt ist, ich kann dich einfach nicht heiraten. Wer ist sie? Kommt sie auch zu uns? Dein ganzer Harem zusammen in der Redaktion? Was für eine Vorstellung. Die Sache ist noch viel komischer. Ich liebe meine eigene Frau. Ich hatte das einfach vergessen. Aber dann ist es doch gar keine schlechte Nachricht. Ich fand sie sehr sympathisch. Und du bist nicht? Traurig? Böse? Ich hätte in den nächsten Jahren sowieso kaum Zeit gehabt. Mein Job. Gerade nach Hause gekommen. Wieso? Ich wollte nur sagen, dass es ein wenig schneit. Und am liebsten würde ich Sie fragen, ob Sie Lust hätten, vielleicht mit mir spazieren zu gehen. Aha. Um nochmal das ein oder andere Detail zu besprechen? Genau. Die Tour kenne ich leider schon. Außerdem ist es zum Küssen im Schnee viel zu kalt. Hier draußen ist es überhaupt nicht kalt. Also bei mir ist es ziemlich genau 37 Grad. Es ist merkwürdig, aber in diesem Moment wurde mir klar, ich liebe mein Leben. Ich bin 45, ich habe einen wunderbaren Job, einen mit Sorgfalt zu genießenden Freund und ich habe Hannah. Auf einmal hatte ich wieder Träume. Träume vom Leben und ich war
weiß jetzt, wie sich Küsse wirklich anfühlen. Und warum es Männer und Frauen gibt.